Und das sind die wichtigsten Nachrichtenthemen dieses Sonntags. Das Saarland wird rot. Mit großem Abstand gewinnt die SPD bei der Landtagswahl und kann die CDU nach über 20 Jahren als stärkste Kraft ablösen. Angriffe auf Treibstofflager. Russland bombardiert in der Ukraine Öldepots, damit die Verteidiger vom Nachschub abgeschnitten werden. Und die Tafeln schlagen Alarm. Kostenlose Lebensmittel für Bedürftige werden knapp, weil es immer mehr Andrang gibt und gleichzeitig immer weniger zu verteilen. Ein Paukenschlag kommt da aus dem Saarland. Die SPD mit ihrer Frontfrau Anke Rehlinger jubelt über einen haushohen Wahlsieg. Nach 10 Jahren großer Koalition kann sie vielleicht sogar mit absoluter Mehrheit allein regieren. Weit abgeschlagen ist die CDU mit noch Ministerpräsident Tobias Hans. Die Grünen sind wohl knapp drin im Landtag, alle anderen Parteien sind raus oder müssen noch bangen. Matthias Fornoff im Wahlstudio in Saarbrücken hat die aktuellen Zahlen und die sind deutlich, Matthias. So sieht's aus. Guten Abend. Hier kommt die nächste Hochrechnung. Punkt 19 Uhr in der Reihenfolge der Parteien, wie sie auf den Stimmzetteln hier stand. Die CDU 28,0, die SPD 43,2%, deutlich stärkste Partei. Die Linke sicher nicht mehr im Parlament vertreten, 2,5. Die AfD 5,4% wäre drin, die Grünen 5,5% ebenso. Und bei der FDP ist es ganz, ganz knapp. Mit 4,9% sehen wir sie im Moment knapp unter der 5%-Hürde. Wir schauen mal nach Gewinnen und Verlusten, was sich bei so viel Bewegung im Parteienverhältnis absolut lohnt. Die CDU verliert mehr als 12 Punkte. Die SPD gewinnt mehr als 13 Punkte. Die Linke verliert 10 Punkte. Die AfD verliert ein kleines bisschen. Die Grünen gewinnen etwas deutlicher hinzu. Ebenso die FDP. Ob es reicht, wie gesagt, ist trotzdem nicht klar. Und auch bei den anderen gibt es Zugewinne. Das sind insgesamt 12 kleine Parteien. Keine von denen hat mehr als 2%. Die Sitzverteilung im Saarbrücker Landtag. Die absolute Mehrheit liegt bei 26 Sitzen. CDU käme auf 18, die SPD auf 27, die AfD auf 3 und die Grünen ebenfalls auf 3. Und jetzt schauen wir darauf, was das heißen kann fürs Regieren hier im Saarland. Und da haben wir zwei Szenarien. Die FDP unter 5%, da hatten wir sie gerade noch haarscharf. Wenn das so käme, hätte die SPD eine absolute Mehrheit mit 27 Sitzen, ist also über dieser senkrechten Linie von 26 Sitzen, die man mindestens braucht. Wenn die FDP aber noch reinkommt und über 5% kriegt, dann wird es knapp. Dann hätte die SPD immer noch eine absolute Mehrheit, aber haarscharf mit 26 Sitzen. Und das könnte sich im Laufe des Abends noch verschieben. Aber sie könnte natürlich eine große Koalition bilden und anführen. Sie könnte auch ein rot-grünes Bündnis anführen oder so sozialliberal machen, wenn die FDP drin ist. All diese Bündnisse relativ deutlich mehr als 26 Sitze. Ein Wort noch zur Wahlbeteiligung. Die ist gesunken von knapp 70% auf jetzt 63%. Dankeschön, Matthias, für den Moment. In der Regel bekommt der oder die Regierende einen Amtsbonus. Im Fall von Tobias Hans hat das nicht geklappt. Er und die große Gewinnerin des Abends sind jetzt bei Bettina Schausten in der Runde. Und wir dürfen gespannt sein, wie Sie dieses Wahlergebnis erklären, Bettina. Ja, Barbara, und wir beginnen bei dem bisherigen Ministerpräsidenten Tobias Hans. Das ist ein bitter Amt, hat er uns gerade schon gesagt. Ein desaströses Ergebnis für die CDU. Was ist schiefgelaufen, Herr Hans, und was für Konsequenzen ziehen Sie auch persönlich jetzt? Also zunächst mal ist das in der Tat eine herbe Niederlage. Alle Umfragen haben sich nun bestätigt. Wir haben nach über 22,5 Jahren eine Niederlage erlitten, die wir so nicht erwartet hätten. Und das schmerzt natürlich sehr. Es ist eine bittere Niederlage natürlich auch für meine Person, die ja unmittelbar mit diesem Wahlkampf auch verbunden war. Und deswegen trage ich natürlich auch die Verantwortung und werde ich auch persönliche Konsequenzen ziehen aus diesem Wahlergebnis. Das ist für mich selbstverständlich in schwierigen Zeiten, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, Sie treten zurück. Wir werden das morgen in den Gremien der Partei, die CDU Saar ist eine sehr geschlossene Partei, besprechen miteinander und dann auch entsprechend darüber informieren. Wenn Sie fragen, was ist schiefgelaufen, das sind natürlich sehr viele Dinge. Wenn man so viele Prozentpunkte einbüßt, ist es nicht nur das eine Thema. Aber Fakt ist, dass es uns in diesem Wahlkampf nicht gelungen ist, die Themen in den Vordergrund zu stellen. Und auch mir persönlich als Spitzenkandidat ist es nicht gelungen, die Menschen zu überzeugen mit den Zukunftsthemen, die mir wichtig waren. Das ist alles hinter das Krisenmanagement zurückgetragen gekommen in der Corona-Pandemie.
Und das mag sicherlich einer der wesentlichen Gründe sein, aber auf der anderen Seite haben wir gerade eben ja auch gesehen, dass das Parteienspektrum sich im Saarland völlig verändert hat. Eine Linkspartei, die von zweistellig auf unter ferner Liefen gefallen ist. Persönlichkeiten haben sich dort zurückgezogen, die wichtig waren für die Partei. Die Grünen mit einer sehr schwierigen Situation, und diese Wählerinnen und Wähler sind offensichtlich dann eher ins Lager der SPD gewechselt, während wir unsere Wähler nicht entsprechend mobilisieren konnten. Viel Stoff für die Analyse. Ja, Frau Rehlinger, die Ergebnisse sind klar. Und wenn man sich die Zeichnungen ansieht, dann haben Sie freie Wahl im Prinzip. Wissen Sie schon, was Sie machen jetzt? Naja, wir sehen ja vor allem, dass wir noch ganz gut beraten sind, den Abend abzuwarten. Denn es ist ja noch nicht ganz entschieden, wer letztendlich in den saarländischen Landtag mit einziehen wird. Aber ganz unabhängig davon bleibt es bei dem, was ich vorher gesagt habe. Stabilität ist für mich das entscheidende Kriterium bei dieser Regierungsbildung. Dabei spielt immer Mathematik auch eine Rolle. Aber nicht nur, sondern es geht auch darum, dass man Vertrauen zueinander hat, dass auch den handelnden Personen etwas zugetraut wird. Und da entlang werde auch die Entscheidungen in Zukunft getroffen werden. Wir freuen uns natürlich über dieses starke Mandat, das wir erhalten haben, und werden natürlich für das Land das Beste daraus machen. Ich will ganz persönlich noch mal ein herzliches Wort des Dankes auch sagen, zumindest für die Zusammenarbeit bisher. Wie es weitergehen wird, das werden wir sicherlich sehen. Ich glaube, es war eine gute Arbeit für dieses Land, und ich sage zu, wenn der Landtag mich zur Ministerpräsidentin wählt, dass auch eine gute Arbeit dem folgen wird. Wir schauen zu den Grünen. Lisa Becker ist die Spitzenkandidatin. Der Wiedereinzug in den Landtag ist geschafft. Da sieht man ein fröhliches Gesicht gleichwohl. Warum konnte doch nicht mehr Schwung abgegriffen werden aus Berlin, wo ja die Grünen jetzt in der Regierung sind? Ja, also zunächst mal warten wir das Ergebnis ab. Ob es dann auch dabei bleibt, sollte es so bleiben, freuen wir uns natürlich sehr über diesen Erfolg. Man kann die Situation hier im Saarland nicht mit der der Bundespartei vergleichen. Wir hatten eine schwierige Ausgangslage, und von daher sind wir froh über dieses Ergebnis, so es dann auch dabei bleiben sollte. Ja, Herr Wirth, die AfD, Sie sind drin nach jetzigem Stand. Sie haben verloren. Lag das ein bisschen daran, dass Sie sich auch auf keinen Kandidaten einigen konnten, dass Ihre Partei ein etwas chaotisches Bild abgegeben hat in letzter Zeit? Ja, das ist nicht von der Hand zu weisen. Es ist zum einen kein guter Tag für kleine Parteien heute gewesen, keine Frage. Ich denke, das liegt auch an der Ukraine-Krise. Da rücken die Leute eher zu den großen Parteien. Das ist ein Sicherheitsgefühl. Wir haben leider unsere Themen nicht halten können, nicht spielen können. Wir kommen von der Bundestagswahl mit 10%. Wir waren im Januar etwa bei 9%. Bedauerlich, aber ich sehe es mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Wichtig war, wir sind drin mit der gleichen Anzahl an Mandatsträgern. Von daher kann ich mitleben. Ja, Frau Hiesrich-Peter, bei Ihnen wird noch gezittert, denke ich mal. Sie haben dazu gewonnen, aber es ist nicht ganz so, wie Sie sich das erhofft hatten, richtig? Naja, zunächst mal, wie gesagt, wir warten das Ergebnis noch ab. Wir sind eigentlich sehr, sehr zuversichtlich, dass es noch klappt. Andere Hochrechnungen sehen uns mittlerweile schon bei 5,1. Insofern sind wir da sehr zuversichtlich. Der Wahlkampf war insofern natürlich sehr schwierig, weil die Frage, wer wird Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin dieses Landes, die entscheidende Frage war, die den ganzen Wahlkampf auch überschattet hat. Da hatten es alle kleinen Parteien sehr, sehr schwer. Das sieht man ja auch daran, dass die beiden Parteien, die als Opposition jetzt schon im Landtag waren, ebenfalls sehr große Schwierigkeiten hatten, auch die Wähler zu mobilisieren. Und umso schwieriger ist es natürlich für uns als außerparlamentarische Opposition, die wir jetzt 10 Jahre waren, da die entsprechende Wahrnehmung einfach zu bekommen. Und das erklärt wahrscheinlich das knappe Ergebnis. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass es noch klappt zum Ende des Abends. Gut, es ist alles noch nicht ganz klar. Soweit unsere Runde hier aus dem Saarland. Eines ist klar, nämlich der Machtwechsel. Und es wird hier eine neue Ministerpräsidentin geben, Anke Rehlinger. Zurück nach Mainz. Dankeschön, Bettina Schausten und Susanne Freitag. Das Saarland ist flächenmäßig das kleinste Bundesland mit 750.000 Wahlberechtigten. Und doch wird das Ergebnis auch in der Hauptstadt genau beobachtet. Denn diese Wahl ist der erste Stimmungstest für die Ampelkoalition. Und sie ist die erste Wahl in der Amtszeit des neuen CDU-Chefs Friedrich Merz. Hier erste Reaktionen aus Berlin. Es ist ein wahnsinnig toller Erfolg, den Anke Rehlinger, den die SPD dort im Saarland eingefahren haben. Nach 23 Jahren schafft man es, die CDU-Führung abzulösen. Das ist vor allem der Erfolg von Anke Rehlinger, die eine unfassbar starke Ministerin, Vizeministerpräsidentin war. Und gefühlt war sie eigentlich schon die Ministerpräsidentin. Und jetzt wird sie es offiziell. Als noch recht frisch gewählter Generalsekretär, muss ich sagen, ist das natürlich für uns überzeugte Christdemokraten ein bitterer Abend, ein schmerzhaftes Ergebnis. Wir sind damit nicht zufrieden. Und als wir
die CDU sind wir im Saarland nicht in der Situation, irgendwelche Forderungen zu stellen. Es zeichnet sich ab, dass es wieder eine starke Stimme gibt für Klimaschutz im Landtag im Saarland. Das ist sehr erfreulich und großer Rückenwind für uns und unsere Arbeit auch im Bund. Wir hätten uns sicherlich 1-2% mehr gewünscht. Das würden wir jetzt auswerten. Wir werden mal den Wahlabend abwarten. Aber insgesamt bin ich erstmal zufrieden, dass wir wieder als Korrektiv im saarländischen Landtag vertreten sind. Das Saarland ist kein einfaches Pflaster für uns. Dass es jetzt gelingen könnte, dass wir die Chance haben, Stand jetzt in den Landtag des Saarlandes einzuziehen und dass wir auch guten Rückenwind hatten während des Wahlkampfs, das ist ein schon beachtlicher Erfolg. Das Ergebnis ist mit Sicherheit davon geprägt, dass die Linke im Saarland durchaus über die letzten Jahre heftige Auseinandersetzungen geführt hat. Und es ist, wie es ist. Man wählt keine zerstrittenen Parteien. Das Ergebnis bekommen wir heute in aller Deutlichkeit. Das ist für uns wirklich bitter und ein Desaster. Holen wir uns dazu die Einschätzung von Theo Koll aus Berlin. Eine heftige Klatsche, vor allem für die CDU im Saarland war das. Wie sehr trifft das die Bundes-CDU und ihren neuen Parteichef? Eine hohe symbolische Bedeutung. Immerhin hat die Partei ja 23 Jahre lang ununterbrochen den Ministerpräsidenten gestellt und schlechter hat sie nur 1955 abgeschnitten. Also 2017 hatte man im Saarland sogar den Schulz-Zug der SPD gestoppt und ein erfolgreiches Wahljahr eingeläutet. Diesmal aber hat die Bundes-CDU sehr frühzeitig eine Brandschutzmauer zu Tobias Hans eingezogen. Seine Performance wurde als nicht überzeugend bewertet. Angeblich hat man schon früh die Wahl verloren gegeben intern und das absehbar schwache Wahlergebnis sollte dann nicht zu fest an der Merzschen Jacke kleben bleiben. Der neue CDU-Vorsitzende war zwar zu einer Klausur im Saarland, hat sich aber bei Wahlkampfauftritten mit Hans einen eher schlanken Fuß gemacht. Für die Bundes-CDU dürften die kommenden Wahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen wichtiger sein, jetzt allerdings unter sehr gedämpften Vorzeichen. Dankeschön nach Berlin, Theo Koll. Direkt hier im Anschluss schalten wir wieder ins ZDF-Wahlstudio. Sie können sich aber auch mit unserer Heute-App auf dem Laufenden halten. Dort ebenfalls immer die neuesten Zahlen, Entwicklungen und Reaktionen der Gewinner und Verlierer. Corona, Inflation und jetzt noch der Ukraine-Krieg. Immer mehr Menschen sind hierzulande auf die Hilfe der Tafeln angewiesen. Dort jedoch werden die Regale immer leerer. Beispiel Ravensburg. Dort gibt es seit einigen Wochen etwa 35% weniger Lebensmittelspenden. Ähnlich ist es in Berlin, etwa 33% weniger. In Frankfurt gingen die Spenden sogar um rund 80% zurück. Und auch in Sachsen-Anhalt gibt es Probleme. Luisa Huben. Sammelfahrt für die Tafeln im Harz. Simone Rach und ihre Kollegen fahren die Supermärkte ab, um Spenden abzuholen. Die Ausbeute aber ist gering. Was man sonst jetzt, wenn man jetzt hier 3 Kisten haben, waren das sonst 6-7 Kisten. Und wenn man frische, also wenn man jetzt Obst und Gemüse holt, dann das waren ja palettenweise manchmal. Das hat sich schon krass bemerkbar gemacht. Die Supermärkte kaufen sparsamer Waren ein. Da bleibt für die Tafeln weniger übrig. Und auch die privaten Spenden gingen in den vergangenen Monaten zurück. Laut Landesverband in Sachsen-Anhalt um 20%. Viele spenden jetzt für die Ukraine. Weil eben halt sehr viel weniger abgegeben wird oder eben halt auch in Hilfstransporte geht, was auch richtig ist. Und die Tafel unterstützt selber auch die Ukraine und die Anrainerstaaten. Aber wir weisen sehr stark darauf hin, dass natürlich die Menschen, die in Deutschland sind und die Hilfe brauchen, auch weiter diese Hilfe bekommen sollen. Denn die Zahl der KundInnen steigt. Hier in Bernburg haben sich in den vergangenen Monaten mehr als 300 Bedürftige neu registriert. Wegen steigender Preise sind sie auf die günstigen Lebensmittel angewiesen. Und auch viele Ukrainerinnen und Ukrainer brauchen Starthilfe. Das Leben in Europa ist teuer und ich habe hier noch keine Arbeit. Deswegen denke ich, dass ich die Hilfe der Tafeln weiter in Anspruch nehmen werde. Die EhrenamtlerInnen der Tafeln hoffen, dass sie ihr Angebot aufrechterhalten können. Dafür zählt jede Spende.